Philips, ne? Nicht der Fernseher, sondern der Typ mit dem 3D-Drucker. Philips. Der Typ, den ihr hier gerade am Anfang des Videos gesehen habt, das ist Uncle Phil. Das ist auch ein Bastler und 3D-Drucker und CNC-Fräser und vor allem halt auch YouTuber. Und warum ich den jetzt am Anfang meines Videos so ein bisschen veräppelt habe, das erzähle ich euch gleich im Laufe des Videos noch genau. Wir sind mal rüber gewechselt an meinen Arbeitstisch. Arbeitstisch. Und hier stehen oder steht der größte Teil von meinen Filamenten. Und das gibt immer, also es gibt zwei Sachen, die mich an diesen Filamentrollen und diesen Filamentwechsel immer irgendwie so ein bisschen nerven. Also es macht mich jetzt nicht völlig fertig, aber es ist eine Sache, die ich halt immer nicht so gerne mache. Und zwar die erste Sache ist, sobald man eine Rolle angefangen hat und man die Rolle quasi vom Drucker, ja perfekt, schon abgebrochen, wenn man die Filamentrolle wechselt und quasi wieder einfädelt, dann steht bei den meisten Filamentrollen immer so ein ewig langes Filamentstück dann noch raus aus der Rolle, weil manche Hersteller es irgendwie einfach nicht hinbekommen, hier genug Löcher in diese Filamentrollenhalter zu machen. Material for Print, ihr macht wirklich ein geiles Filament, aber warum zum Teufel sind nur an einer Stelle dieser Rolle diese Löcher drin und warum muss man dann dieses Filament so lange raushängen lassen? Macht da bitte mal ein paar mehr Löcher rein. Das sind aber auch andere Hersteller, die das irgendwie nicht so optimal gelöst haben. Und die zweite Sache ist, bei jedem Filamentwechsel muss ich diesen Filamentreiniger oder Filter quasi aufmachen, rummachen und losdrucken, damit ich nicht diesen ganzen Staub in meiner Düse später drin habe. Und manchmal vergesse ich das halt einfach auch, weil dieses Ding nicht immer genau da liegt, wo ich es brauche. Ja, das sind wahrscheinlich nicht so schlimme Sachen. Man kann damit leben, wenn das Filament jetzt hier so rumbaumelt an der Filamentrolle. Aber ich will halt einfach auch nicht, dass sich das ganze Filament verheddert, weil gerade wenn man das Filament abnimmt von seinem Drucker und das dann quasi erstmal so ein bisschen aufspringt, die Filamentrolle, das geht ja relativ schnell, und man passt nicht auf, macht sich einen Knoten rein und beim nächsten Druck merkt man dann den Knoten nicht und das Filament reißt und der Druck bricht ab. Und das ist halt einfach schade. Und genau für dieses Problem oder für diese zwei Probleme habe ich mir was Schönes ausgedacht. Und dafür wechseln wir einmal drüben an mein Konstruktionsprogramm und ich zeige euch genau, was ich da gebastelt habe. Wir konstruieren uns heute in Fusion 360 einen Filamenthalter und gleichzeitig auch einen Filamentfilter. Und das Ganze machen wir wieder im Schnelldurchlauf. Ich habe hier unten wieder meine Hauptskizze erstellt und hier sieht man auch schon, hier soll später der Filamentreiniger drin sitzen. Hier haben wir einen kleinen Bügel quasi als Clips. Das ist also meine Hauptidee gewesen. Und dann kommen die ersten beiden Extrusionen hier unten in der Zeitleiste. Und da sieht man auch schon, das wird das Gehäuse später für den Filamentfilter. Unten ist noch eine Bohrung drin, wo das Filament dann später durchgeht. Dann kommt als nächstes der kleine Haken, den ich einfach nur extrudiert habe. Hier soll später dann die Filamentrolle quasi einrasten. Dann kommen hier ein paar Radien ran, um das Ganze ein bisschen schöner zu machen. Die Skizze werde ich mal eben ausblenden. So, dann kommt die nächste Skizze mit der nächsten Extrusion. Und hier oben habe ich einen kleinen Absatz mit ran extrudiert. Also der ist noch in dem Moment ein einzelner Körper. Der ist hier noch nicht mit dran mit dem Gehäuse. Das kommt dann erst später, denn ich werde diese Extrusion jetzt hier nach um diesen Pfad quasi herum multiplizieren. Und erst jetzt verbinde ich diese ganzen Teile miteinander, dass das hier ein Körper wird. So, dann habe ich hier unten unter diesem Bügel, da gucken wir mal von unten durch. So, da sieht man es leider nicht so gut. Auf jeden Fall ist hier, da sieht man es. Hier ist jetzt noch eine relativ große Phase unten dran an diesem kleinen Ponöbel. Den habe ich so gewählt, weil er sich so ohne Stützstruktur drucken lässt. Denn wir wollen ja das ganze Teil ohne Stützstruktur später drucken. Und dann kommen als nächstes hier noch ein paar Radien ran, dass das ganze Ding einfach noch ein bisschen schöner aussieht. Und zum Schluss habe ich dann einfach nochmal einen kleinen Aufkleber aufgebracht und hier oben mich quasi verewigt mit einer Art Logo von meinem Kanal. So, das ist quasi die Grundidee gewesen, aber es gibt ja leider das Problem, dass es extrem viele Filamentrollenhersteller gibt und um dem quasi entgegenzuwirken, habe ich jetzt diesen Filamentreiniger und Halter in mehreren Versionen gebaut und zwar einmal so, ihr seht jetzt hier dieser Abstand, so, dieser Abstand hier, ich mache es mal von vorne, dann sieht man es noch ein bisschen besser, so, dieser Abstand, den habe ich in verschiedenen Größen gewählt, hier ist die Version Nummer 2. Da seht ihr schon, dass der Bügel hier ein bisschen länger ist. Das ist quasi Mittel. Und dann gibt es noch eine Version, die ist komplett lang. Die geht einmal von unten bis nach ganz oben. Und um das auch nochmal so ein bisschen variabel zu gestalten, denn es gibt natürlich auch unterschiedliche Breiten von Filamenten, habe ich ein Set erstellt, wo es zu jeder Höhe von diesem Bügel auch noch eine unterschiedliche Breite gibt. Das heißt, dieser Bügel wird auch noch immer ein bisschen breiter für diese unterschiedlichen Filamentrollenhalter. So, und das Ganze habe ich dann mehrere Male gemacht, quasi für jeden Bügel. Das sind also insgesamt 3 Sets. Und im Endeffekt sieht das Ganze so aus, das sind die kompletten Sets. Und so würde ich sagen,
Ich habe bisher noch keine Filamentrolle gefunden, wo mein Bügelset hier nicht ranpasst. Und ich habe die ganzen Dinger mal ausgedruckt und ich zeige euch jetzt, wie die Teile in echt aussehen. Ich habe mir jetzt dieses komplette Set an Filamentclips, Reinigerhaltern einfach mal ausgedruckt, also dass ich quasi alle Größen zur Verfügung habe. Jetzt braucht man nur noch quasi einen Filter und ich habe es mir da relativ einfach gemacht. Entweder man nimmt einen ganz normalen Küchenschwamm, der ist ja auch so eine Art Schaumstoff, oder wenn ihr irgendwelche Pakete zugeschickt bekommt, dann ist ja meistens auch so ein bisschen irgendwas als Polsterung drin. Also ich hebe mir sowas ab und zu immer ein bisschen auf. Ich bin zwar kein Messi, aber so ein bisschen Schaumstoff kann immer nicht schaden. Und so einen Filter dafür zu basteln ist super einfach. Man nimmt einfach einen dieser Klötzer, legt den auf seinen Schwamm oder seinen Schaumstoff rauf, den man so übrig hat, und geht dann mit dem Messer einfach ringsherum einmal um dieses Viereck draußen rum. Und dann hat man schon den perfekten Würfel, den man dann mit so ein bisschen Vorspannung in diese Vertiefung quasi reindrücken kann. Wenn man dann diesen Schaumstoffwürfel in dem Clips quasi reingedrückt hat, dann nimmt man einfach hier irgendeine spitze Pinzette, oder ich habe auch einfach nur einen Imbusschlüssel genommen, und dann piekst man sich hier durch diesen Schaumstoff einfach ein Loch durch und da kann man dann sein Filament durchschieben und den Clips am Ende dann hier an seiner Filamentrolle einfach einklipsen. Also ich habe mir jetzt dieses komplette Set ja einmal ausgedruckt und wie ihr seht, ein, zwei Filamentrollen oder verschiedene Halter für Filamente habe ich ja in meinem Zimmer schon rumliegen. Und ich muss sagen, ich konnte nicht eine einzige Rolle finden, wo nicht mindestens einer dieser Filamentclips raufgepasst hat. Und ich hoffe, jetzt fällt hier nichts um. Selbst dann diese riesengroße Jumbo-Rolle hier hat einen Filamentclips rangepasst, obwohl die schon einen ordentlichen Durchmesser hat. Und ich muss sagen, es ist wirklich eine feine Sache, weil man hat die Sachen jetzt nicht nur ordentlich schön sortiert. Also diese Filamentstücken gucken nicht mehr wild aus den Filamentrollen raus und können sich dadurch auch nicht mehr verheddern. Und zweitens, man kann halt seinen Filamentreiniger oder Filter nicht mehr vergessen, weil wenn man jetzt loslegt und drucken will, dann nimmt man einfach diesen Filamentclips hier, zack, fädelt sein Filament ein und man hat halt automatisch diesen Filter mit dran. Und wenn man fertig ist, nimmt man diesen Filter wieder ab, zack, und macht einfach klack, klippst den sich wieder rauf auf seine Filamentrolle und kann die Rolle halt auch schön weglegen. Und jetzt zu einem etwas ernsteren Teil, was ja normalerweise nicht üblich für meinen Kanal ist. Und zwar der Typ, den ihr am Anfang des Videos gesehen habt. Das ist Uncle Phil, auch ein YouTuber. Der macht auch, wie gesagt, so 3D-Druck und CNC-Fräsen und all so ein Quatsch. Scheint mir ein ganz netter Typ zu sein. Und der hat mich in einer seiner letzten Videos, hat er mich erwähnt. Und zwar braucht er die Unterstützung nicht nur von mir, sondern auch von anderen YouTubern. Und ich guck mal kurz auf meinen Laptop hier raus, weil ich mir das nicht alles merken konnte. Auf jeden Fall weiß ich so viel, dass er einen Kumpel unterstützt, der eine Charity aufgebaut hat. Und die heißt Sci-Fi for Charity. Und die unterstützen mit ihren Organisation unterstützen die krebskranke Kinder. Jetzt muss ich schon fast gucken, dass mir wieder nicht die Tränen kommen, weil ich das einfach so traurig finde. Und er sammelt für eine Online-Auktion alle möglichen Sachen, die so mit Science-Fiction, also mit Star Wars, DC, Marvel, alles, was so ein bisschen damit zu tun hat, sucht er halt Gegenstände. Er hat schon gesagt, gemalte Bilder, gedruckte Figuren oder alles, was damit zu tun hat, wird er dann versteigern. Und das spendet er an diese Cypher for Charity halt. Und ich möchte natürlich meinen Beitrag auch dazu leisten, weil ich das einfach eine super Sache finde. Und zwei Sachen habe ich mir dafür überlegt. Und zwar als allererstes werde ich dem Onkel Phil hier meinen kleinen Mini-Drucker schicken. Den könnt ihr in eure Auktion reinpacken, den könnt ihr dann da verkaufen und das quasi spenden. Und ich möchte jetzt keine Figur drucken, sondern ich habe, wie gesagt, dieses Filamenthalter-Clip-Set entwickelt. Ich werde das hochladen und zur Verfügung stellen, das komplette Set. Das sind jetzt 8, 16, 24 Teile. Und ich werde das für mindestens, also für den geringsten Betrag, für 1 Euro werde ich das zur Verfügung stellen zum Download. Und ihr könnt natürlich auch einen anderen Betrag eingeben. Das heißt, wenn ihr 2 Euro oder 5 Euro oder sogar 10 Euro dafür ausgeben wollt, könnt ihr das gerne machen. Und das komplette oder die kompletten Einnahmen, die wir damit erzielen, bis zum September, dann wird nämlich diese Charity-Veranstaltung loslegen. Das komplette Geld werden wir dann spenden an diese Veranstaltung. Und das kommt dann den krebskranken Kindern da. Puh. Zugute. Boah, das ist ein Thema, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, das trifft mich. Okay, das soll das auch zu diesem Video und zu diesem kleinen Gadget für Filament-Rollenhalter gewesen sein. Uncle Phil, wenn du wieder mal Hilfe brauchst in irgendeiner Wohltätigkeitsveranstaltungs-Action, schreib mich oder erwähne mich gerne wieder in einer deiner Videos. Ich bin sofort mit dabei, ich helfe dir da sehr gerne. Wie gesagt, bis September, alle Einnahmen gehen direkt dahin. Ich werde mich mit dir in Verbindung setzen und schicke dir auch diesen Drucker hier zu. Ja, teilt dieses Video so viel ihr könnt, verbreitet das, dass halt so viele Leute wie möglich sich daran beteiligen. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Den Link für diese ganzen Filamenthalter-Clips findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht bereits gemacht habt. Und ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.